Hallo liebe Hungrige, Halloween steht vor der Tür und dieses hier ist mein erstes Video für diesen alljährlichen Gruseltag. Nun könnt ihr sagen, na der hat sich's ja einfach gemacht, weil ich zum Backen hier eine Form verwende. Doch erstens verspreche ich euch, dass in den nächsten Halloween-Videos alles wieder handmade ist. Und zweitens finde ich diese Monster-Pops wirklich witzig und ich teste also hier die Form für euch. Und da ja noch ein paar Tage Zeit sind bis Halloween, habt ihr also die Chance, euch selbst noch eine solche zu besorgen. Wir brauchen dafür, außer der Form natürlich, Zucker, Mehl, Speisestärke, Butter, ein Ei, Vanillezucker, eine Messerspitze Backpulver und dann zum Dekorieren Puderzucker und etwas zum Einfärben. Und wer da lieber auf künstliche Zusatzstoffe verzichten möchte, kann zum Einfärben zum Beispiel rote Betesaft oder auch den Abrieb einer Orange oder Grapefruit verwenden. Und ansonsten gibt es ja Lebensmittelfarbe flüssig, in Tuben oder als Pulver. Ich selbst favorisiere das Pulver ganz einfach, weil es am intensivsten färbt. In eine Schüssel geben wir das Ei, fügen Zucker und Vanillezucker hinzu und verrühren alles cremig miteinander. Jetzt die weiche Butter mit unterrühren. Danach geben wir das Mehl, die Speisestärke und das Backpulver mit hinein und verrühren alles zu einem glatten Teig und das dauert so ungefähr 3 bis 4 Minuten. Der Teig ist also nun vorbereitet und nun kommt also die Form zum Einsatz. Diese muss nur noch eingefettet werden. Entweder nehmt ihr Wachsspray oder streicht sie so wie ich hier ganz dünn mit flüssiger Butter ein. Und nun müssen die Monstermulden mit Teig gefüllt werden. Entweder ihr macht das mit einem Löffel oder auch mit einem Spritzbeutel. Das ist ein bisschen Fummelarbeit. Die einzelnen Mulden nur zu ca. 2/3 füllen und die Form dabei, damit der Teig auch bis in die letzten Ecken kommt, immer mal ein bisschen hin und her rütteln oder auch leicht auf die Arbeitsplatte aufstoßen. Wenn wir soweit sind, müssen die Stiele nur noch hinzugefügt werden. Dazu auf die eine Seite des Stiels einen Klecks von dem Teig geben. Anschließend den Stiel nochmals im Teig drehen. Und dann in den Klickverschluss der jeweiligen Mulde drücken. Den Teig vielleicht noch ein bisschen glatt streichen. Und wenn jedes Monster seinen Stiel hat, dann kommt die Form in den Ofen. Und zwar bei Ober- und Unterhitze 180 Grad für 20 bis 25 Minuten. Und so nach ca. 10 Minuten ist es durchaus möglich, dass ihr die Stiele nochmal andrücken bzw. nachjustieren müsst. In meinem Fall hier ist das so. Die fertig gebackenen Monster Pops für etwa 10 Minuten in der Form abkühlen lassen, sie dann vorsichtig aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter vollständig abkühlen lassen. So, und nun kommen wir zum kreativ-dekorativen Teil, bei dem ihr euch wieder so richtig austoben könnt. Und dazu verrühren wir Puderzucker mit etwas Wasser zu einer zähflüssigen Masse, verteilen diese dann in mehrere Gefäße und färben sie ein. In meinem Fall hier eins grün und eins rot. Einen dritten Teil belasse ich weiß. Und dann könnt ihr auch schon mit den Anstreicharbeiten loslegen. Und wie ihr das im Einzelnen macht und ob ihr vielleicht auch andere Farben wählt, bleibt völlig euch überlassen. Ich habe hier zum Beispiel noch so ein paar schwarz-weiße Schoko-Crispies gefunden und nehme die zur Dekoration der Augen und Monstermäuler. Ich finde, das ist insgesamt eine witzige Sache. Übrigens, die Form, und ich habe wirklich keinen Werbevertrag mit denen, lässt sich auch ausgezeichnet zum Eismachen einsetzen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß dabei und einen recht guten Appetit bei diesen süßen Gruselsnacks. Falls euch jedoch zu Halloween der Sinn nach blutrünstigeren Sachen steht und ihr vielleicht lieber ein Puddinggehirn oder eine Gruselhand zubereiten möchtet, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.